Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Impossible Quiz. Im Moment steht da nur Beginn, also Anfang. das Ganze ist halt das Impossible Quiz, also das unmögliche Quiz. Ich mache heute so ein Browser. Oh, warte mal, die Belichtung fehlt. Warte mal. Ist jetzt besser? Ich weiß es nicht. auf jeden Fall ist das halt ein Browser-Game, weil ich gerade nicht so Zeit habe, gerade Hello Neighbor aufzunehmen, weil ich bin ein bisschen in der Vorproduktion. Und ja, deswegen dachte ich, wir können eigentlich mal so ein Dingsspiel spielen, ein einfach so ein Google-Spiel, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall, ja, ich stehe hier auch gerade, weil ich habe ein Stehpult, das kann ich runter und wieder rauffahren. Ich hoffe, das passt jetzt auch mit der Kamerahöhe. Warte mal, ich überlege mir das gerade gar nicht. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe sowieso, dass die Kamera jetzt läuft, weil im letzten Video hatte sie ja kein Akku mehr. Jetzt hat sie ein bisschen geladen, als ich da die Videos rüber geladen habe, aber sie ist noch nicht wirklich geladen. Ich hoffe, das reicht auch, aber ich denke mal, das Video wird eh nicht so lang. Und ich würde sagen, wir klicken jetzt erstmal auf Beginn. Ich weiß auch nicht. Was war das? Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich scheiße aussehe, deswegen ziehe ich jetzt den Hut an, dann sehe ich besser aus. Okay. Auf jeden Fall. Ja, wir klicken direkt auf Start, oder? Das Ganze ist halt Englisch, das ist ein bisschen das Problem vielleicht. How many holes are in a polo? Also damit ist wahrscheinlich ein Shirt gemeint, so ein Polo-Shirt. Das wäre ja 1, 2, 3, 4. Oder? Eigentlich 4. Ich bin der beste Spieler. Ja, okay. Wir nehmen also auf jeden Fall Matchbox. Ich kann kein Englisch, ich muss das. Ich muss mich hier kurz, warte. Übersetzer ready machen. Warte mal, was heißt das? Ich kann kein Englisch. Matchbox. Ups. Box. Kann eine Streichholz. Kann eine. Ja, sehr hilfreich. Ja. Oh Gott. Alter, ist das laut. No. Oh, Bruder, was ist das denn? Hä? Nobody Tin. Alles klar. Nee, aber eine Tin kennen. Ich weiß auch nicht, ist der Stuhl hier eigentlich im Weg? Jetzt nicht mehr. Strav Cube. Ah, das ist rückwärts, oder? Answer this question backwards. Also, okay. Klickt hier. Ah, okay, da hatte ich jetzt Glück, dass da schon die hier Answer zum Anwählen ist, ne? Klick die Answer. Put the mouse here. Oh mein Gott. Don't touch blue. Ich bin der Beste. Die Wurzel aus Zwiebel. Bruder. Pi? Mein Ohren, Alter. Okay, Game over. Try again. Wir haben jetzt hier, genau, wir können das jetzt immer wieder machen. 4 auf jeden Fall. No, but a tin can. Okay. The answer. Oh Gott, hier muss ich aufpassen. Alles klar. Erstmal Werbung, die übertrieben laut ist. Man kennt's. Während der Werbung könnte ich eigentlich mal ganz kurz sagen, Leute, feiert ihr solche Spiele? Weil, also von dem gibt's tonnenweise halt. Also, wieso nicht? Okay, Pi war ja letztes Mal falsch. Carrot? Fuck. 28? Charlotte? Was denn Charlotte? Okay, the answer is really big. Answer? Okay, the answer is really big. Ach so, unendlich. Hä? Really big? Ein Elefant! Oh mein Gott. Oh, das war so dumm. Search, no gen. Yes. What was the answer to question 2? This one. Hä? Oder nicht? Ah, nee, das war die erste. Ah, okay, okay, das müssen wir merken. Links, also von mir aus gesehen, links. Ja, links unten. Okay, also es war that one. Ich habe einfach das zweite genommen und es war einfach richtig. Alles klar, ich verstehe es nicht. Choose food. Das? Alles klar, Digga. Ich habe einfach ein Gebiss, also, ja, cool. What follows December 2nd? Eigentlich ja December 3rd, aber es würde ja safe nicht das sein. Question mark, das finde ich gut. Ich hab verkackt. Kann jetzt updancen wie Monte, Alter. Was folgt December 2nd? Fragezeichen. Ja, eigentlich December 3rd. Aber ist natürlich falsch. N? Hä? Wieso ein N? Hä? Ich versteh's nicht. Click the smallest. Das ist dieser I. Da
Das ist der Smallest, nicht das hier. Okay, what the... What sound does a bell make? Dang, oder whoop, oder frown, oder... Keine Ahnung. Ja, dang. Lol. Okay, what can you put in a bucket to make it lighter? Also, um es leichter zu machen, eigentlich. Aber, also, lighter heißt natürlich auch heller. Das würde ich sagen, eine Torch. Ey, wir sind voll gut. Nag Winnie. Sorry, no skipping. Hä, muss ich das jetzt schreiben? Winnie? Digga, was? Hä? Was soll das denn? Heißt das rückwärts irgendwas? Nee. 15, jetzt irgendwie. Horse vielleicht? Oh. Wieso kommt die ganze Werbung, hä? Was soll das denn? Ist leider nicht meine Werbung. Okay, what is the seventh letter of the alphabet? Oh Gott, warte mal. A, B, C, D, E, F, G. Was? A, B, C, D, E, F, G. Hä, bin ich dumm? Kann ich hier für ein Alphabet vielleicht? Nee, hä? Ach so, der siebte Letter von diesem Alphabet. Also A, L, F, H, A, B, E. Das geht ja auch nicht auf. Ach so. Dö? A, L, P, H. Das ist schon ein scheiß Quiz, ehrlich gesagt. Und eigentlich bräuchte ich die Kopfhörer gar nicht, weil die machen irgendwie... Machen alles kaputt, ja. Sieht man den hier eigentlich? Diesen Homie hier? Ich weiß nicht, also den sieht man in der Safe, aber egal. 24 minus 7. Also es würde halt... Es gibt nicht immer 18. Hä, oder was? Nee, es gibt nicht 18. Ah, 17! Weil es die Nummer 17 ist. Ah, ich bin eigentlich schon Quizmaster, ne? Hä? Okay, ich habe einfach den Hammer angeklickt, das war richtig, alles klar, Digga. Okay. Color in the correct order. Ey, wie willst du das denn machen? Das ist doch nur Glück. Boogie. Rot. Scheiße, blau. Es war richtig. Orange. Als ob. Grün. Was, wie gut bin ich denn? Gelb. Scheiße. Mann, wir waren so weit. Und dann kommt Werbung. Na, scheiße, schon wieder Game Over. Ich frage mich gerade, blendet euch eigentlich das Licht hier hoch? Oder geht das klar? Ich weiß es nicht. Noch ein Try. Und dann, ja, reicht es, glaube ich, auch für diese kleine Folge. Wenn es euch übrigens gefällt, ja, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo. Oder schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht als nächstes spielen soll. Weil solche Browser-Games gibt es echt viele, Alter. Und auch eigentlich gar nicht mehr so schlechte, so wie sowas hier halt. Scheiße, okay, Leute, wir sind jetzt wieder beim Ding. Das war ja, glaube ich, blau, orange, grün und dann gelb war es nicht. Rot? Scheiße. Scheiße, Mann. Nochmal. Okay, Leute, wir haben ja noch hier unten diesen Skip-File. Ich würde sagen, wir skippen das Ganze, weil irgendwie ist das scheiße. Okay, Deal or No Deal? Ja, Deal. No Deal? No Deal? Wie sollte ich das denn wieder herausfinden, Alter? Mein Gott, Leute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mal unter die Kommentare, was ich als nächstes so spielen soll. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar kleine lustige Minispiele. Sehen auf jeden Fall lustig aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Habe ich jetzt so zum 10. Mal gesagt, aber juckt mich nicht. Naja, auf jeden Fall doppelt hält besser oder 10-fach noch besser. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!